Erinnert ihr euch noch an Kevin Spacey, der politische Teufel aus House of Cards? Er war ganz oben. Sein Fall, der war hart. Im Zuge der MeToo-Debatte wurde er von insgesamt mehr als 30 mutmaßlichen Opfern beschuldigt. Er war einer der prominentesten Beschuldigten weltweit. Am 26.07. wurde er jetzt in London gegenüber allen Anschuldigungen freigesprochen. Ist das Ende von MeToo? Leute, im letzten Video wollte ich ja mal ein bisschen mehr auf Satiriker machen und zack ist es das am schlechtesten bewertete Video seit meinem Video zur Impfpflicht 2021. Ich habe verstanden, Satire ist nicht so euer Ding. Oder lag es vielleicht daran, dass ihr vielleicht so ein bisschen sauer werdet, wenn man euch darauf hinweist, dass ihr vielleicht so ein ganz kleines bisschen zu unkritisch im Umgang mit Werbung seid? Ich bin ab jetzt einfach wieder ernst. Fast genauso schwer, wie mich eure Ablehnung meines Humors trifft, wogen die Vorwürfe gegen Spacey. Und das war der letzte Witz in meinem Video, versprochen. Das Thema war nämlich bitterernst. Kevin Spacey, der spielte Francis Underwood, ein Mensch, der über Leichen geht, um seine Ziele zu erreichen, der sich alles nimmt ohne Rücksicht auf Verluste. Zu gut haben die Anschuldigungen, wie etwa sexuelle Nötigung, zu diesem Bild gepasst. Dass er dann selbst von einem zur angeblichen Tatzeit noch Minderjährigen nicht Halt gemacht haben soll. Das war dann selbst mit diesen Vorzeichen wirklich schwer zu ertragen. Viele, und da schließe ich mich auch ein, haben aufgrund der Menge der Anschuldigungen nicht mehr an eine Unschuld des Schauspielers glauben können. Nun ist er allerdings am 26.07. plötzlich von einem Londoner Gericht freigesprochen worden. Es war ein Donnerschlag. Waren die Anschuldigungen eigentlich alle falsch? Sind nun alle Bedenken aus der Welt geräumt? Gibt es für Spacey den Weg zurück ins Filmbusiness? Das, liebe Freunde, wollen wir heute herausfinden. Aber zuerst müssen wir nochmal zusammenfassen, was eigentlich passiert ist. Die Geschichte eines Skandals, die Geschichte von MeToo. Wir erinnern uns, Harvey Weinstein, das war einer der großen Filmmogule der USA. Er wurde im Oktober 2017 von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. In der Folge begann unter dem Hashtag MeToo eine internationale Debatte über strukturelle Gewalt und sexuellen Missbrauch gegenüber Frauen in Machtstrukturen, die zumindest in Teilen bis heute anhält. Millionen Betroffene posteten weltweit über ihre Erfahrung. 2020 wurde Weinstein dann zu 23 Jahren Gefängnis und im Februar 2023 nochmal zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt. Weinstein sollten noch viele große Namen, nicht nur in der Filmindustrie, folgen, die sich ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt sahen. Wisst ihr eigentlich, wo der Hashtag ursprünglich herkam? Die afroamerikanische Aktivistin Tarana Burke hatte 2006 den Begriff MeToo bzw. MySpace geschaffen, um vor allen Dingen afroamerikanischen Teenagerinnen und Mädchen, die Opfer sexueller Gewalt geworden waren, die Chance zu geben, ihre Erfahrungen in einem sicheren Raum kundzutun. Und wie nötig Hashtag MeToo war, das wurde mehr als deutlich. Auf Facebook wurden im Verlauf der ersten 24 Stunden sogar 12 Millionen Beiträge von insgesamt 4,8 Millionen Nutzerinnen geteilt. Ich denke, ihr stimmt zu, wenn ich sage, dass damit eine der gesellschaftlich bedeutendsten Diskussionen überhaupt begonnen wurde. Die Täter in den Erfahrungsberichten waren in der Regel ausschließlich Männer. Weinstein war nur der Fall, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Dahinter steckte oft eine Systematik, ne? Eine Mauer des Schweigens und ein absurdes Understatement, so nach dem Motto, so laufen die Dinge halt, akzeptiert sie eben, wie sie sind. Und zu sehen, wer da drin alles verwickelt war, dem man das so nicht zugetraut hätte, das war hart, aber es war ein Prozess der Desillusionierung, der darauf dann bei vielen einsetzte und der, glaube ich, auch wichtig war. Man erwacht aus einer Naivität und das ist vermutlich die größte Leistung, dass Betroffenen überhaupt endlich geglaubt wurde, weil die Strukturen offengelegt wurden. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse und auch der daraus resultierenden, auch nachträglichen Bewertung von Dingen, die man erlebt hat, die spielen eine große Rolle in der aktuellen Rammstein-Debatte beispielsweise. Und viele haben immer noch nicht verstanden, wie wichtig es ist, Opfern Glauben zu schenken und ihre Anschuldigungen nicht gleich zu verwerfen, ja, ihnen den Schutz und den Raum zu geben, über das, was sie erlebt haben, sprechen zu können. Was genau ist jetzt im Fall Spacey passiert oder eben nicht passiert? Der heute 51 Jahre alte US-Schauspieler Anthony Rapp, der bezichtigte Spacey 2017, sich ihm im Jahr 1986 sexuell angenähert zu haben. Rapp war damals erst 14, Spacey 26 Jahre alt. Und Leute, ich muss es glaube ich nicht sagen, das sind sehr schwere Anschuldigungen. Vor allen Dingen, weil es sich dabei eben um sexuelle Annäherungsversuche bei einem Minderjährigen handelte. Egal, ob das bereits 31 Jahre zurückliegt. Spacey gab daraufhin in einem Twitter-Post nicht nur seine Homosexualität,
Homosexualität zu, sondern bat um Entschuldigung. Solle sich der Vorfall tatsächlich so ereignet haben, wie von Rap behauptet. Er wies die Darstellung Raps aber nicht komplett zurück. Und für die Öffentlichkeit wirkte das wie ein verstecktes Schuldeingeständnis. Ja, so war daraufhin der Tenor. Seitdem ist fast nichts mehr von seiner Karriere übrig geblieben. Erst jetzt, nach dem Prozess, dann sollen 2 Low-Budget-Produktionen veröffentlicht werden. Die Maschine Hollywood, die hat ihn ausgespuckt. Insgesamt sollen über 30 Männer Anschuldigungen gegenüber Spacey erhoben haben. Sowohl in seiner amerikanischen Heimat, als auch auf der Insel. Bei der Old Wick-Intendanz meldeten sich 20 Männer, die Vorwürfe bezogen sich auf die Jahre 1995 bis 2013. Sie reichten von Übergriffen bis hin zur Nötigung. Die Kronanwaltschaft destillierte daraus 9 Delikte gegen 4 Männer. Wir hatten es ja schon mal. Die Unschuldsvermutung, die funktioniert bei öffentlichen Personen oft nur auf dem Papier. Teil ihres Kapitals ist es ja, was Menschen über diese Personen eben denken. Und das entscheidet am Ende die Berichterstattung. Die Öffentlichkeit wird sozusagen selbst zu einer Art Gericht. Spacey wurde quasi augenblicklich und vollständig verbannt. Er wurde aus der Serie House of Cards gestrichen. Die mit ihm gefilmten Szenen wurden sogar nachträglich aus dem Film Alles Geld der Welt geschnitten. Doch was rechtfertigte diese vollständige Negierung seiner Karriere? Männer, die ihre Macht gegen Frauen ausnutzen, das war bekannt. Der Fall Kevin Spacey war insofern anders, weil es hier um Männer ging, die sich als Opfer ausgaben. Und dann noch von einem der aktuell erfolgreichsten Schauspieler der Welt. Das Wording hierzulande war eindeutig. Das Magazin VIP berichtete etwa, dass Spacey von Rap vor Gericht gezerrt würde, sei ein erster Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Ich kann mir nicht helfen, ich würde sagen, Spacey wurde zu einer Art Beispiel für eine notwendige Abrechnung. Aber was genau war laut Rap denn während der angeblichen sexuellen Belästigung vorgefallen? Er sagte aus, dass er 1986 bei einer Party im Apartment von Spacey in Manhattan zu Gast gewesen sei. Er habe sich ins Schlafzimmer gesetzt und Fernsehen geschaut. Nach einer Weile sei Spacey erschienen, offenbar angetrunken, mit glasigen Augen. Spacey habe ihn hochgehoben, wie man eine Braut hochhebe, um sie über die Schwelle des neuen Heims zu tragen, und ihn aufs Bett gelegt. Anschließend habe er sich halb neben und halb auf ihn gelegt und seine Körpermitte gegen seine Hüfte gedrückt. Und nochmal, ja, damals war Rap erst 14 Jahre alt. Dieser verklagte Spacey jedenfalls auf 40 Millionen US-Dollar. Aber wieso kam er damit nicht durch? Er verstrickte sich während des 2-wöchigen Prozesses mehrfach in Widersprüche. Er sagte etwa aus, er habe auf Spaceys Feier in einem abgetrennten Schlafzimmer ferngesehen, in welchem sich der angebliche Übergriff ereignet habe. Laut Spaceys Anwälten habe es jedoch in dem Studio-Apartment, in dem Spacey damals lebte, gar keine abgetrennten Räume gegeben. Und Rap musste daraufhin einräumen, dass er sich auch falsch erinnern könnte. In Spaceys Wohnung waren sie wohl auch nur einmal nach einem Kennenlernen auf einer Aftershow-Party am Broadway gewesen. Dabei sei auch ein weiterer Kollege dabei gewesen, nämlich John Barrowman. Und Barrowman, der trat dann in den Zeugenstand und sagte unter Eid aus, nach dem ersten Kennenlernen sei man zwar in Spaceys Wohnung gegangen, Zwischenfälle habe es aber laut ihm und Rap da keine gegeben. Ja, okay, aber es ging ja jetzt um die Party bei Spacey. Das Problem ist, die hat es wohl nie gegeben. Barrowman springt Spacey hier indirekt bei, denn von einer Party erzählt er nicht. Und die Anklage fand auch keinen Zeugen, der bestätigen konnte, dass es sie je gegeben hatte. Das ist weird. Noch weirder ist aber, dass die Beschreibung Raps von diesem Übergriff exakt einer Szene eines Stückes entsprach, in dem Rap damals spielte. Und ich zitiere die Süddeutsche: Rap spielte seinerzeit in einem Theaterstück namens Precious Sons am Broadway. In dem Stück hebt ein betrunkener Mann, gespielt von Ed Harris, seinen Sohn, gespielt von Rap, so hoch, wie man eine Braut hochhebt, der ihn mit seiner Frau verwechselt. Anschließend legt er ihn aufs Bett und platziert sich in einer Weise auf und neben ihn, die ziemlich genau Raps Anschuldigung gegen Spacey entspricht. Das ist ja mal ein Zufall, oder? Das war's aber noch nicht. Rap behauptete nämlich, sich durch einen Artikel der New York Times inspiriert gefühlt zu haben, mit BuzzFeed über seinen angeblich missbräuchlichen Erfahrungen zu sprechen. Aber Spaceys Anwälte präsentierten vor Gericht jetzt Textnachrichten, die Rap an einen BuzzFeed-Reporter geschickt hatte, mit der Absicht, seine Geschichte zu erzählen. Die Nachrichten stammten aber aus einer Zeit, bevor der New York Times-Artikel erschienen war. Und Rap räumte auf Nachfrage auch hier ein, die Unwahrheit gesagt zu haben. Diesen Widersprüchen folgend wurde Spacey dann für nicht schuldig befunden. Sowohl Raps Zivilklage wurde abgewiesen, als auch die Strafanzeige Raps gegen Spacey wegen vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid. In den USA wurden dann auch noch 2 weitere Fälle abgewiesen, und damit hatte Spacey nicht nur die Prozesse gegen Rap gewonnen, sondern auch die letzten, die in den USA gegen ihn angestrebt wurden. Aber Spacey war noch nicht aus dem Schneider.
Gehen wir mal in ein Land voller gepflegter Männer, nämlich nach Großbritannien. Denn auch in Großbritannien gab es Anschuldigungen zu klären, denn dort war Spacey für viele Jahre tätig. Im Mai 2022 erhob die englische Kronanwaltschaft Anklage gegen Spacey, der verlautbaren ließ, dass er sich den Anschuldigungen stellen und zum Prozess nach London reisen würde. Am Ende waren es 4 Männer in Großbritannien, die gegen den Star Anzeige einreichten. Über Vorfälle, die sich im Zeitraum von 2001 bis 2013 sowohl in London, aber auch in der Grafschaft Gloucestershire ereigneten. Insgesamt gab es 20 Personen, die sich bei der Intendanz des Old Vic Theatre gemeldet hatten, wo Spacey 9 Jahre künstlerischer Direktor war. Für seine erfolgreiche Arbeit dort wurde er sogar zum Ritter ernannt. Er hatte also eine mächtige Position in diesem Theater inne und die großen Erfolge dort gaben ihm dann auch die Möglichkeit, Serienstar zu werden. Da haben wir es wieder mit dem Thema Macht zu tun. Ja, es ist nicht nur klischeehaft die Frau, die vom scheinbar übermächtigen Mann dominiert wird, es ist Macht an sich, die dazu führt, dass Missbrauch stattfinden kann. Und wie in diesem Fall waren es junge Männer in den frühen 20ern, alle standen am Anfang ihrer Karriere. Einer suchte Spaceys Rat, einen traf der Schauspieler zufällig in einem Pub, die anderen hatten beruflich mit ihm zu tun. 9 Anklagepunkte wurden gegen ihn vorgebracht. In der Anklage wurde er als sexueller Bully bezeichnet. Auch vor Gericht kam dieser vermutete Machtmissbrauch bzw. die Ausnutzung seiner Macht zu Wort. Dies habe ihn dazu veranlasst, persönliche Grenzen zu übertreten. Spacey bestritt dies. Jetzt kommt mal eine Triggerwarnung. Ich zitiere jetzt mal kurz, was genau Spacey gemacht haben soll. Wenn ihr das überspringen wollt, hüpft kurz zu dieser eingeblendeten Zeit. 3 Kläger berichteten unabhängig voneinander, Spacey habe ihn ins Geschlecht gegriffen. Das Muster war immer gleich. Die Hand auf dem Oberschenkel, die Bewegung von außen nach innen und dann hoch in Richtung Schritt. Jede Frau kennt das. In einem Fall während einer Autofahrt habe Spacey so hart zugegriffen, dass der Fahrer den Wagen um ein Haar in den Straßengraben gefahren hätte. Mach das noch einmal und ich schlag dich K.O., habe der Kläger Spacey wütend angeschrien. Das macht mich an, soll der dann geantwortet haben. Spacey bestritt, besonders den Vorwurf, er habe einen der Opfer wie eine Kobra in den Schritt gegriffen, die sei frei erfunden. In einem der Fälle ging es dabei konkret um nicht einvernehmlichen Oral-Sex, und zwar an einem Ohnmächtigen, den Spacey zuvor mit Drogen gefügig gemacht habe. Dem Star gelang es aber, dies zu konsensualem Verhalten umzudeuten. Das ist schon ein hartes Stück. Die übrigen Vorwürfe der Männer rechtfertigte er als ungeschickte Annäherungsversuche, die er einstellte, sobald die Objekte seiner Begierde Widerstand zu erkennen gaben. Spaceys Verteidigung versuchte zu erklären, dass Spacey sich einsam gefühlt und daher die Kontakte gesucht habe. Auf die Frage, ob dies der Wahrheit entspräche, antwortete Spacey: Willkommen im Leben. Ja, habe ich. Er sei sehr offen gewesen, wenn es um zeitweise zwanglose sexuelle Begegnungen gegangen sei, aber er betont auch, das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sogar Elton John und dessen Ehepartner David Furnish sagten für Spacey aus. Sie widersprachen der Darstellung eines Zeugen, der behauptete, Opfer einer ungewollten Berührung Spaceys auf dem Weg zur Gala Elton Johns im Jahr 2004 oder 2005 geworden zu sein. Dies sei nämlich nicht möglich, da Spacey nur einmal, nämlich 2001, an der Feier teilgenommen habe. Leute, was ist hier Fakt? Was ist Fiktion? Auch die Jury musste das für sich dann entscheiden. Schließlich läuft das in den USA und in Großbritannien ja ein wenig anders als bei uns. Nach 3-tägiger Beratung der 12 Jurymitglieder wurde der Schauspieler schließlich am 26.07., seinem 64. Geburtstag, in allen Punkten freigesprochen. Bei der Urteilsverkündung weinte er und er betonte, er müsse nun erst einmal viel verarbeiten. Nachdem du als einer der bekanntesten Schauspieler der Welt jahrelang ins Ausgeschoben wurdest, deine Karriere verloren hast und Jahre kämpfen musstest, ist das, glaube ich, noch eine Untertreibung. Ist Spacey wirklich unschuldig? Der Stern schreibt, Freispruch bedeutet nicht gleich Unschuld. Es bedeutet lediglich, dass die Anschuldigungen nicht erhärtet werden konnten. Und so bleibt der Zweifel offen, ob vielleicht doch mehr dran war an den Anschuldigungen. Wisst ihr, was mich misstrauisch macht? Zum einen sind das Ungereimtheiten im Fall an sich. Zum anderen sind es die Kollegen, die ihm gratulieren. Es gibt sie nämlich nicht. Bisher hat keine einzige prominente Stimme ihm zum Freispruch gratuliert und auch Hollywood hält sich bedeckt. Dabei war Spacey sich vorher sicher, dass er noch in der Minute seines Freispruchs Rollenangebote bekäme. Auch, dass die Richter in London Spacey erst nach 12-stündiger Beratung, die über 3 Tage verteilt war und nur nach Mehrheitsbeschluss für unschuldig befanden und nicht etwa einstimmig, lässt vermuten, dass da längst nicht alle Zweifel ausgeräumt wurden. Ein Fall in Kalifornien, der wurde nur deswegen abgewiesen, weil der Kläger verstarb. Genug Material für Verschwörungstheorien, würde ich sagen. Tut man damit dem Angeklagten Unrecht? Das ist schwierig zu beantworten. Aber höchstwahrscheinlich bilden sich auch hier 2 völlig gegensätzliche Positionen heraus. Zum einen gewann hier mal wieder der vermutlich mächtigere Mann, ja, David gegen Goliath. Aber
Spacey ist freigesprochen. Damit sind die Kampagnen und Artikel gegen ihn oft genug Unrecht gewesen. Irritierend ist aber auch Spaceys Entschuldigung auf Twitter. Ja, warum tat er das, wenn er die Vorwürfe danach dann abstritt? Im New Yorker Prozess erklärte er das. Seine Berater hätten ihn damals dazu gedrängt, die Vorwürfe nicht einfach abzustreiten, sondern sich verständnisvoll zu zeigen. Die Stimmung in den Medien, in der Öffentlichkeit und in der Branche sei aufgeheizt gewesen. Vor Gericht sagte Spacey jetzt, dass er eines gelernt habe. Entschuldige dich nie für etwas, das du nicht getan hast. Ich meine, schon ein bisschen strange. Wer macht das überhaupt? Vor allen Dingen, wenn man Francis Underwood spielt. Es war auf jeden Fall eine Lehre, die Spacey teuer zu stehen kam. Bleibt noch eine letzte, eine drängende Frage. Wie geht's jetzt weiter? Gibt es für Spacey den Weg zurück? Ich meine, man denkt da sofort, ne, an Johnny Depp. Wie lief das denn bei dem? Kann man den Fall Spacey überhaupt mit dem Fall Depp vergleichen? Ja und nein. Die Vorwürfe gegen Depp, die hatten ja eine ähnliche Auswirkung auf seine Karriere. Ich hatte mich ja vor einem Jahr mal mit dem Fall auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der Gerichtsverfahren waren allerdings andere. In beiden Fällen kamen Dinge über die echten Menschen hinter den Stardoms hervor und die waren teils verstörend oder, ich sag mal, wertneutral sehr neu. Das Ende der Ächtung Depps ist in manchen Kreisen nach wie vor nicht erreicht. Die Skepsis existiert noch heute. Beispielsweise, als er zur Premiere von Jeanne du Barry in Cannes minutenlang Standing Ovations erhielt, gab es ungläubige Berichte aus Deutschland. Der Spiegel beispielsweise sprach vom Depp-Makel von Cannes. Genau wie Spacey wurde Depp aus der erfolgreichsten Produktion, in seinem Fall Fluch der Karibik, entfernt. Depp war vielleicht nicht mehr am Höhepunkt seiner Karriere, wie es Spacey war, aber beide haben durch die Jahre und das beschädigte Image massive Verluste hinnehmen müssen. Und bei beiden ist nicht klar, ob sie jemals auch nur annähernd wieder ähnliche Bedeutung erlangen können. Was ihm sicher geholfen hat, ist die Bereitschaft, sich den Anschuldigungen zu stellen und persönlich zu erscheinen. Dass er selbst die Situation, aber auch die Opfer ernst nahm und das auch noch, nachdem er nun jahrelangem Druck und öffentlicher Ächtung ausgesetzt war. Und da er ja nun gerichtlich freigesprochen und sein Name wiederhergestellt wurde, sollte es allein von rechtlicher Seite her keine Barriere mehr geben, oder? Selbst wenn sich Hollywood und die Presse weltweit geschlossen in einem Festakt vor ihm verneigen würde, wäre das auch gemessen an seinem Alter nicht vorstellbar, dass er da jemals wieder anknüpfen könnte. Aber bisher hat ja auch noch niemand öffentlich Farbe bekannt und Kevin Spacey überhaupt zu seinem Erfolg beglückwünscht. Also, schwierig. Der Fall Spacey, der hat sich über Jahre hingezogen. Er wurde weit weniger hart von seinen Fans verteidigt, verglichen mit dem Fall Johnny Depp. Und auch wenn er danach sogar besser dasteht als Depp, weil er ja in jedem Fall bisher freigesprochen wurde, war man sich vielleicht jahrelang seiner Schuld zu sicher. Waren die Rollen, die er gespielt hat, zu moralisch verwerflich, als dass man sich öffentlich mit ihm freuen kann oder auch nur dem Ergebnis wirklich Vertrauen schenkt? Der Fall Spacey ist in seiner zumindest juristischen Lage absolut brisant. Die Forderung nach Konsequenzen im Zuge solcher Anschuldigungen, die war verständlich. Seine Karriere wurde im Zuge dessen aber vorerst nahezu komplett beendet, ohne Verfahren abzuwarten, ohne ihm die Chance zu geben, sich zu rehabilitieren. Fair wäre nun, ihm die Möglichkeit der Rückkehr zu geben, aber das ist natürlich illusorisch. Ja? Schließlich gibt es ja beispielsweise House of Cards gar nicht mehr. Er hat Jahre seines Lebens verloren, vermutlich Dutzende Millionen Euro an Gage, die er nicht realisiert konnte. Dafür gibt es keine Entschädigung. Das ist die reale Konsequenz, die bereits stattgefunden hat. Und das herunterzuspielen, indem man sagt, naja, der hatte ja schon genug, das ist verdammt zynisch. Vor allen Dingen, weil den Spöttern nicht bewusst ist, dass Spacey durch all die Prozesse mittlerweile pleite ist. Noch zynischer ist, dass Spacey 31 Millionen US-Dollar Schadensersatz an die Produktionsfirma von House of Cards zahlen musste, weil er Vertragsbruch begangen habe. Im Vertrag stand nämlich Klauseln, die übergriffiges Verhalten untersagten. Ich meine, was passiert damit? Wird der Fall jetzt neu aufgerollt? Ridley Scott ließ alle Szenen mit Spacey aus dem bereits fertig gedrehten Film Alles Geld der Welt streichen. Spacey wurde gezwungen, sich im Zuge der Anschuldigung als homosexuell zu outen. Der Film Gore, in dem Spacey den Schriftsteller Gore Vidal porträtierte und er fast fertig war, der wurde nie gezeigt. Die Emmy-Verleihung an Spacey wurde zurückgezogen. Und auch seine Agentur Creative Artists Agency trennte sich von ihm. Kevin Spacey ist wirklich und wahrhaftig gecancelt worden. Oder, wie es der Stern kommentiert, einen der erfolgreichsten Schauspieler und Hollywood-Stars in einem Satz über MeToo-Täter zusammen mit Harvey Weinstein zu nennen, wie es auch deutsche Magazine gemacht hatten, gründlicher kann man jemanden kaum canceln. Beinahe erstaunlich, dass ein Stern auf dem Hollywood Boulevard nicht auch noch herausgehämmert wurde. Es ging im Verfahren auch um die Frage, ob und wie Spacey sexuelle Anbahnung betrieben hat. Dass sie übergriffig war, nicht im juristischen, aber doch im persönlichen und im moralischen Sinn, das scheint trotzdem festzustehen. Ich meine, man fasst niemanden einfach so an, basta.
keine Ausnahmen. Umso problematischer, dass drei der Kläger in London heterosexuell und jung waren und ein enormes Machtgefälle bestand. Und ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass diese Erfahrungen auch traumatisch gewesen sein können. Und nichts anderes haben die Kläger vor Gericht auch gesagt, konnten es aber am Ende eben nicht beweisen. Und hier nochmal ein Zitat: Nicht schuldig vor dem Gesetz, ja, aber unschuldig im Leben ist Kevin Spacey deshalb nicht. Die Strafe, die er dafür jetzt schon erhalten hat, ist aber ungleich dramatischer ausgefallen. Und PR-Berater sind sich unsicher, ob er den Beigeschmack, den er jetzt hat, nachdem 6 Jahre der Name Kevin Spacey in einer Reihe mit Harvey Weinstein stand, dass das jemals wieder weggehen wird. Und daher wird sich aktuell niemand zu ihm bekennen. Dass die Konsequenzen der Anschuldigung so heftig ausfielen, war eben auch der Aktualität der MeToo-Debatte geschuldet. Meine Einschätzung ist, dass man mittlerweile mit einem kühlen Kopf Anschuldigung prüft, wohingegen das Gericht der Öffentlichkeit damals sofort und vernichtend war. Das hat sich geändert. Das war ein Prozess, durch den man durch ist. Natürlich ist der Fall Spacey politisch. Oft genug liest man jetzt, das Ende der woken Hexenjagd durch MeToo ist gekommen. Das Ergebnis des Prozesses wird durch Kräfte benutzt, die die Entwicklung sehr gerne zurückdrehen würden. Kevin Spacey mag jetzt freigesprochen sein, er mag all das zu Unrecht durchlitten haben. Das Ergebnis dieses Falls mag gerecht oder ungerecht sein. Es mag vielleicht das Ende der Schlagkraft der MeToo-Bewegung bedeuten oder auch Fanal der deutlichen Probleme dieser Bewegung zeigen. Ein Mahnmal, das es vielleicht auch unschuldige Menschen zu Opfern von Verbrechen wie Rufmord etc. gemacht hat. Aber jetzt weiß man überhaupt erst, dass diese Machtsysteme ausgenutzt werden, dass was hinter verschlossenen Türen passieren kann und ist auch aufmerksam, dies zu verhindern und zu benennen. Potenzielle Opfer wissen, dass sie sich wehren können, weil die Öffentlichkeit ihnen Glauben schenken wird. Sie wissen, an welcher Stelle Grenzen überschritten werden, auch wenn hier noch ein weiter Weg zu gehen ist. Potenzielle Täter haben endlich Konsequenzen zu fürchten. Sie können nicht mehr einfach tun und lassen, was sie wollen. Und alleine das wird hoffentlich ausreichen, dass viele Menschen in Zukunft nicht zu Opfern werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und dass sowohl Opfer als auch mutmaßlichem Täter in diesen Fällen Gehör geschenkt und keine voreiligen Schlüsse gezogen werden, das muss immer unser Ziel sein. Also nochmal, die Leistung von MeToo ist nicht daran zu bewerten, wie hart einzelne Personen bestraft wurden, sondern dass sichtbar wurde, was in Machtstrukturen täglich passieren kann, ohne dass wir jemals davon erfahren. Es hat uns die Augen geöffnet. Spaceys Fall ist allerdings ein Lehrstück darin, wie es in Zukunft nie wieder passieren darf. Und das wollte ich euch mit diesem Video mitgeben. Ich hoffe, dass Kevin Spacey seine zweite Chance erhält. Let him be frank. Denn was er wirklich unstrittig ist, ist ein brillanter Schauspieler. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne euer Abo da. Gebt ihm ein Däumchen nach oben, teilt es mit euren Freunden und kommt vor allen Dingen wieder. Bis dann, Tschüssikowski.